Das ist, als würde Pi singen. Das sind Kekse in meiner Vorstellung. Ist halt auch zu lang. Cookies, Comic-Cookies. Was ist das denn? Lecker. Was ist das denn? Nein, Lisa. Lisa Simpson, ja, die haben wir auch von, schon lange von nicht München. Mehr. Ja, ja, damit herzlich willkommen zur 70. Ausgabe. Das ist quasi ein Jubiläum oder so. Ein bisschen. Willst du denn ja auch mal was dazu sagen? Ich muss mal Tee trinken. Ja. Unser offizielles Podcast-Getränk. Camille, Tee und Kaffee. Metal-Leute, Servus und willkommen. Jetzt geht das wieder los. Ja. Lange nicht gehört. Lange nicht gehört, Steffen, aber du bist ja fremdgegangen. Ja. Aber mir hat, finde es immer gut, wenn ich nicht mitarbeiten muss und krieg trotzdem eine Folge präsentiert. Ja, das geht's mir manchmal auch. Als alter clever Smart-Fan habe das früher doch ganz gern gelesen, wenn jetzt auch nicht in der Regelmäßigkeit, wie es Lega-Legende tut, aber mochte schon immer ganz gern. Mhm. Ja, hat mir gefallen. Wer es noch nicht gehört hat, hört rein. Und dann bin ich nochmal fremdgegangen, müssen wir auch nochmal einen kleinen Hinweis geben an der Stelle. Und zwar Telestammtisch, die Episode Nummer weiß ich natürlich wieder nicht, aber es war die Episode mit den Comic-Castern, hat er es genannt. Ja, ja, auch ein bisschen Richtung, ja, hat mir auch gut gefallen, eine richtungsweisende Episode auch so ein bisschen, wo sehr viel auch über das Machen und etc. gesprochen wurde, auch was hat man überhaupt für eine Zielgruppe, wenn man über Comics podcastet. Also fand ich sehr hörenswert, weil machen wir uns nichts vor, die Weltherrschaft werden wir mit unserem nischigen Thema nicht erlangen. Nee. Da müssten wir schon Beauty-Produkte vorstellen. Also wenn Steffens Beauty Palace. Ja? Das ist dann aber Steffis Beauty Palace. Steffis Beauty Palace. Aber das ist natürlich im Audiobereich etwas schlechter. Da müsste ich mich ja vor die Kamera wagen, so Platz, wie ich im Moment bin. Ja. Ja. Ein bisschen aufruschen oder so. Ja, also ich erwarte eigentlich schon, dass du dich schick machst, wenn wir bald in Erlangen einlaufen. Ne? Ja. So lang ist es ja jetzt nicht mehr. Zumindest fürs Theater dann. Ja. Ja. Ja, stimmt. Aber Hotel ist gebucht mittlerweile. Karten haben wir uns auch schon irgendwie gesichert und von daher dürfte jetzt eigentlich alles klappen. Genau, wie immer der Hinweis. Sprecht uns an, wenn ihr schon immer mal in den Podcast wolltet oder generell was zum auch Salon sagen wollt. Wenn ihr, wollt, nicht rein wollt, wenn ihr Comic-Content habt, gerne sprecht uns an. Ja. Und ihr habt was vorzustellen oder so. Dann genau. Ihr seid eine Studentengruppe. Machen andere auch so und von daher, ja. Ja, kann nicht schaden. Kommen wir nachher auch nochmal dazu. Aber du hast wieder mal, es ist ein geflügeltes Wort, du hast mal wieder den größten. Ja. Aber wir können ja erstmal, genau, fang doch damit erstmal an. Achso, du meinst von den Comics her jetzt. Achso. Ja, ja. Du bist ja ganz aus der Übung. Was heißt aus der Übung? Das ist, wenn du sagst, du hattest den größten, ich habe schon wieder so Erinnerungen aus der Schule. Da hatte ich ja den Spitznamen aber Thermos. In der Schule kannten wir uns doch noch gar nicht. Achso. Nee. Da hatte ich ja den Spitznamen Thermos. Ja. Von Thermoskanne. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Bitte schreibt mal in den Kommentaren, wer den jetzt verstanden hat. Ich irgendwie gerade nicht. Aber gut, mein Denkvermögen ist anscheinend auch ein bisschen. Ja, das ist auch nicht da so dein Bereich. Ach so. So. Wie ich im Podcast gesagt habe, kennt sich am besten mit den Rezensionen sowieso der Breedstorm aus. Ja, von daher. Das ist auch keine große Kunst, wenn man der Einzige ist, der was liest. Der Steffen hat so viele Verpflichtungen halt. Ne? Ja. Der ist ein viel beschäftigter Mann. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich das nicht vielleicht mal irgendwie anders mache, ob ich dann nicht irgendwie vielleicht irgendwelche News mal präsentiere oder so. Aber müssen wir jetzt hier nicht brainstormen. Ja. Statt brainstormen machen wir jetzt mal Breedstormen. Oh Gott. Wir haben wieder was geschickt bekommen von den Jungs von Plemplem Productions. Wir kriegen ja regelmäßig schon mal vorab im PDF von den Erscheinungen dort.
Unter anderem haben wir auch bekommen War Comics Nummer 13. War Comics ist ja auch was, was wir regelmäßig vorstellen. Mhm. Und wer es noch nicht gelesen hat, War Comics ist eine Anthologiereihe, die von Thorsten Brochhaus präsentiert wird. Und ja, wo im sehr, sehr schnellen Abständen, im Vergleich zum Beispiel von The Changer, wo durchaus schon mal ein Jahr ins Land gehen kann, bevor da was Neues erscheint, erscheint da sehr schnell. Also ich sage jetzt mal so gefühlt alle 2-3 Monate, je nachdem, wie schnell er mit dem Stoff und mit dem Inhalt da nachkommt, erscheint da was für den Preis von 4,90 € für 28 Seiten. Also das typische Plemplem-Format. Ja. Und er hat auch in diesem Heft wieder bunten Blumenstrauß aus der Comic-Landschaft aus Deutschland, aber auch offensichtlich international zusammengesucht. Das Cover stammt von Evgeny Yakolev. Der hat auch einen Einseiter zugestimmt und es fällt natürlich auf, mega bunt, mega quirlig, und so ist auch die Episode, die der Evgeny beigesteuert hat. Da geht es so um den Kampf in einem drin. Es bekämpfen sich Brokkoli und ein Donut. Ihr könnt euch so ungefähr vorstellen, was da drin vorgeht. Ja. Steffen weiß es besonders, ne, seit Dunkin' Donuts das Zeitliche gesegnet hat. Was? Ja, sind die nicht irgendwie pleite gegangen oder so? Ja, irgendwas habe ich da auch mal mitgekriegt, aber ich weiß es gar nicht so genau. Ja, also wirklich schönes Ding, und ich muss auch über die Episode sehr, sehr lachen. Alte Bekannte sind auch natürlich wieder drin. Der Hannes Radke, der hat ja schon in der letzten Ausgabe einen Teil dazu gerichtet, auf Forgotten Worlds heißt das Ganze hier. Und das ist so eine Kampfgeschichte irgendwo zwischen Mittelalter und mit Max und auch ein paar schönen Schockmomenten, wirklich wieder ordentlich abgeliefert. Da ist es halt wieder, ich hätte es gern, wie gesagt, da am Stück, ne? weil wie gesagt, mein Hirn ist nicht mehr so, und ich muss dann immer nachgucken, wie war das in der letzten Ausgabe. Ja. Ähnliches gilt für Der Typ ohne Hose, das ist jetzt der 5. Teil dieses sehr bösartigen Westerns drin. Und ja, es ist jetzt, gerät es aber zumindest zwischenzeitlich zu so einem Zwischenende. Also es wird ein bisschen was klarer. Am Anfang wussten wir gar nicht, wo das Ganze hingeht. Wir wussten nur, blaue Bohnen fliegen durch die Luft. Und jemand hat halt keine Hose. Aber jetzt wird das Ganze ein bisschen klarer. Und ja, er orientiert sich für mich so ein bisschen an Sin City. So auch von der Farbgebung her. Also es ist schon schwarz-weiß, aber dann halt mit zum Beispiel Rot-Elementen durchsetzt. Und ja, so ein bisschen ist auch die Stimmung in dem Bereich angesiedelt. Sehr überraschend war für mich das Ei von Christine Larsen. Also es ist ja eine wunderschöne, verträumte Story, wo eine junge Dame, also wirklich übernatürlich, es schwebt ein Ei zu ihr und aus dem Ei entspringt ein Wesen und so weiter und so fort. Also sehr übernatürlich, komplett fremde Welt, ja, so ein bisschen Twilight Zone, ja. Da fehlt mir manchmal der Sepp, um das solche Dinge zu beschreiben. Ja, einfach wunderschönes Ding, was die Christine Larsen da gezaubert hat. Verstörend wird es hingegen bei der Anna-Helena Szymborska. Ich habe nicht so ganz verstanden, was sie uns damit sagen wollte, aber stimmungsvoll ist es. Es gibt sehr viele Szene in dieser Geschichte. Es gibt wird geredet offenbar in dieser Geschichte, was aber nicht verstanden wird. Also es kommt nur bla bla raus. Also es ist so ein bisschen, wenn Kafka einen Comic gezeichnet hätte, ne, so ungefähr wird das stimmungsmäßig transportiert. So in der Richtung geht das. Also wirklich beunruhigend, das Ganze. Mein Lieblingsding in der Ausgabe ist die Beerdigung von Johannes Lott. Die zeigt so ein bisschen die Gefühle und die Gedanken bei einer Beerdigung. Ich habe das Gefühl, es könnte ein bisschen autobiografisch sein. Also, dass der Künstler da halt einfach das, was er bei einer Beerdigung empfunden hat, da so ein bisschen verarbeitet hat. Aber es ist jetzt
kein Trauerding oder sowas, wo er um, was weiß ich, seine Großeltern oder wen auch immer trauert, also, sondern einfach um die kuriosen Sachen, die da so passieren, die Gedanken, die man hat. Also er fährt durch die Beerdigung und um ihn rum blüht aber auch alles. Da merkt er halt diesen Widerstand oder diesen Unterschied, den das Ganze macht. Oder auch als er in der Wohnung der verstorbenen Person ist, die Gedanken, die er dabei hat, also wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, und wer sowas schon mal erlebt hat, der weiß genau, was die Figur in dem Comic da halt auch gerade durchmacht, und finde ich sehr, sehr gut, und von dem würde ich auch gerne wieder mehr sehen. Also das hatte ich noch gar nicht irgendwie auf der Liste, aber sehr, sehr gut. Dann gibt es natürlich den obligatorischen Abschlussstrip auf der letzten Seite, der ist diesmal wirklich in Rechenkästchen und mit Strichmännchen gemacht, aber auch wieder sehr, sehr passend. Ne? Also da geht es jetzt nicht darum, eine zauberhafte Zeichnung zu zeigen, sondern eigentlich den lustigen Moment einzufangen, und das hat er definitiv geschafft mit Aegon Forever. André Lux hat das gemacht. Was kann man sonst noch aus der Richtung sagen? Auf die Kickstarter-Kampagne hatten wir hingewiesen von Zinnober. Das hat der Editor hier, also Thorsten Brochhaus, zusammen mit Ralf Singh gemacht. Wir haben das auch beide gebackt. Die läuft immer noch weiter und erreicht ein Stretch-Goal nach dem anderen. Also der Umfang hat sich jetzt schon sehr, sehr gesteigert. Es gibt Lesezeichen, glaube ich. Es gibt eine zusätzliche Geschichte, zusätzliche Inhalte. Also ich kann es nur jedem ans Herz. Ich glaube, ab 5 Euro ist man schon für ein PDF oder sowas dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben uns für ein Hardcover entschieden in dem Ding. Und also wirklich, das Ding geht anscheinend durch die Decke, und es freut mich richtig, dass das Ding auch so rausgehauen, weil ich das auch wirklich interessant finde. Also so ein bisschen Dystopie mit Rachen, Und da haben sie genau das, was mich irgendwie so anfixt, und offenbar viele andere auch dann gebracht. Und sehr geschickt alles. Mag ich sehr gern, und schaut euch das vielleicht auch mal auf Kickstarter an. Ansonsten, möchtest du schon über The Changer 4 reden? Ich habe es dir ja natürlich eben erst übergeben. Wir können gerne drüber reden. Also ich kann halt nichts zu sagen. Was ist der Unterschied zu sonst? Nein, also The Changer ist ja die erste große Liebe, die ich so bei Plemplem Productions hatte. Plemplem Productions hat vorher auch schon Comics rausgemacht. Aber bei The Changer hat man dann irgendwie festgestellt, das hat ein neues Level, eine neue Dimension einfach. Natürlich auch Tommy durch den Zeichner sah es natürlich bombastisch aus, dachten wir damals. Wenn man aber jetzt das erste Heft nimmt und dann das vierte Heft, da sieht man wirklich, wie viel besser er jetzt noch als damals geworden ist. Und damals dachten wir schon, meine Güte, wie gut sieht es aus? Und jetzt denken wir, oh Gott, ne? Also er hat sich eigentlich kontinuierlich in jedem Heft gesteigert. Gleiches gilt natürlich auch für Bouncy, der das Ganze eingefärbt hat. Und jetzt, wo The Changer auch abgeschlossen ist, kann ich es wirklich jedem nur ans Herz legen, sich das Ganze zu holen, weil die Geschichte ist abgeschlossen in 4 Heften. Jeweils 4,90 Euro. Man kann das am Stück lesen. Wer es von Anfang an gelesen hatte, hatte natürlich die Problematik, dass er immer relativ lang auf die Fortsetzung warten musste. Das ist jetzt nicht so. Und es gibt keinen Grund, das nicht zu kaufen. Es gibt schon mehrere Auflagen von den alten Heften tatsächlich. Und ein schönes, abgeschlossenes Ding. Von außen sieht es ein bisschen superheldig aus. Das kann man aber nicht bestätigen. Ich weiß nicht, vergleichen ist immer schwierig, aber ich sag's jetzt mal, es ist ein bisschen wie Spawn ohne den Superhelden-Aspekt letztendlich. Also es geht nicht darum, dass The Changer jetzt loszieht und mit den Plem-Plem-Heroes den anderen jetzt auf die Birne haut, sondern es geht mehr um den Konflikt, den die Figur selber hat. Und das ist nicht nur wunderschön, sondern auch sehr gut geschrieben, und nach wie vor meine Lieblingsserie bei Plem-Plem Productions. Also das schönes Ding. Die jetzt aber leider vorbei ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es da vielleicht in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Ist natürlich, Plemplem Productions hat jetzt natürlich durch Trachtman zum Beispiel auch andere erfolgreiche Baustellen und weitere Serien. Into the Mirror fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut damals.
Und ja, die können sich halt auch nicht teilen. Also ich habe noch nicht gehört, dass es in welcher Art und Weise es jetzt vielleicht mit The Changer weitergehen könnte. Mhm. Aber vielleicht treffen wir die Jungs in Erlangen und dann können wir sie ja fragen. Genau. Ne? Ja. Generell, das habe ich noch vergessen bei War zu erwähnen, ich mache es meistens so, ich sammle so ein bisschen die Hefte, die mich interessieren und stelle die dann irgendwann, gibt es glaube ich ab 29 Euro oder so, kostet kein Porto mehr. Mhm. Und dann sammle ich das und mache dann eine Sammelbestellung. Aber sie haben jetzt auch für Voa Comics speziell ein System gemacht, wo du zahlst quasi 20 Euro an und dann abonnierst du quasi für die 20 Euro Voa Comics und bekommst das immer frisch zugeschickt. Mhm. Was bedeutet, du bekommst auch das nahezu portofrei, weil ein Heft kostet 4,90 Euro. Das heißt, für 4 Hefte bezahlt man insgesamt 40 Cent Porto, was natürlich auch wieder geschenkt ist. Mhm. Und unterstützt natürlich auch dabei den deutschen Independent-Markt. Also nicht nur den deutschen. Ich glaube, wie gesagt, die junge Dame, die Anna Helena, die sehr verstörende Geschichte gezeichnet hat, ist, glaube ich, nicht aus, also ne, ist sehr international. Und aber es ist einfach die Möglichkeit, dass man dranbleibt, auch wenn man es nicht digital hat. Oder so, ne? Und finde ich auch eine sehr gute Sache. Ne? Gut. Schaut einfach mal auf dem Voa-Shop vorbei. Mhm. Ja. Ja. Schön. Was hast du noch? Mach du ruhig. Soll ich noch nicht? Nee, du, was? Doch, du kannst ruhig noch weitermachen, wenn du möchtest. Ja. Ich habe hier zwei Graphic Novels. Das böse Wort, er hat Graphic Novel gesagt. Zwei Comics zum Thema DDR. Und einmal ist es Treibsand. Das überschreiten wir doch gar nicht. No, da war kein Treibsand in der Lausitz. Nein, es ist einmal Treibsand von Max Mönch, Alexander Lahl, gezeichnet von Kitty Kahane oder Kahane. Und sehr, sehr ähnlich, 17. Juni, wer hätte es gedacht, von Alexander Lahl, Tim Köhler, Max Mönch und wieder gezeichnet von Kitty Kahane. Wie bin ich da drauf gekommen? Also das Treibsand, das hatte ich schon länger auf meiner Amazon-Merkliste. Ich das irgendwo wurde es mir mal vorgeschlagen und ich habe gedacht, das ist schön. Aber hinten drauf oder auf Amazon war der Preis von 20 Euro angesagt. Dann habe ich gesagt, da würde ich vielleicht eher mal reingucken, aber ich merke es mir jetzt mal. Mittlerweile habe ich es gekauft, genau wie das 17. Juni, was ja fast vom sehr, sehr ähnlichen Kreativteam ist. Warum habe ich da, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Wie bist du denn drauf gekommen? Spontane. Brainstorm. Gab es da vielleicht eine spontane Eingebung? Ja, die spontane. Wo du einfach so mal nachts oder morgens aufgewacht bist und dachtest so, Treibsand. Ja, nee, so war es nicht. Ich gucke ja regelmäßig. 17. Juni. Ich gucke regelmäßig im Panini-Forum in den Schnäppchen-Thread. Ah. Ne? Und da hat jemand geschrieben, hier bei der Firma Jokers. Wer kennt ihn nicht, den Schnäppchen-Thread? Bei der Firma Jokers gibt es Graphic Novels für einen sehr, sehr schmalen Preis. Okay. Da war zum Beispiel, ich glaube, das Treibsand für... Ach, Jokers, die Buchhandlung da. Ja. Kennst du die? Gibt es die irgendwo hier? Ja, ja, die gibt es immer mal irgendwo verteilt. Ich glaube, in Frankfurt auch, ja. Ja, tatsächlich. Also ich kannte es gar nicht und hat gesagt, da gibt es diverse Graphic Novels im Angebot. Und da habe ich mal reingeschaut. Ja, und die machen mir immer da, mal so Bücherflohmärkte und sowas. Also richtig gut für 5 oder 6 Euro jeweils. Das 17. Juni, das ist zum Beispiel auch eins, was 15,99 kostet regulär, obwohl es verhältnismäßig klein ist. Und da habe ich gesagt, für den Preis schlage ich doch mal zu. Ja. Abgesehen davon. Oh, jetzt. Ah, ich liebe sowas. Ach, hol doch noch mehr Comics. Wir haben ja noch nicht genug. Abgesehen davon habe ich dann noch weitere bestellt, weil ich glaube, es gibt, was weiß ich, so 5 Euro, wenn du dich für Newsletter registrierst und du kannst die Sachen dann bestellen und ab 30 Euro oder 25 wird auch das portofrei. Und ihr wisst, ne, der Breedstorm, der muss immer ein bisschen sparen, er hat Kinder zu ernähren und außerdem liest er viel und deswegen findet er es gut, wenn er es günstig bekommt. Da kriegst du wirklich neuen... Vor allem redet der Breedstorm gern von sich in der dritten Person. Ja. Majestätis Pluralis.
werde ich anwenden. Nein, also es gab wirklich, ich glaube, so 10 Sachen und ich habe mir dann von den 10 Sachen habe ich mir 7 bestellt. Diese 2 erwähnten, die ich gleich vorstellen werde, Treibsand und 17. Juni, waren von Metrolith, das ist ein kleinerer Verlag. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber das sind auch welche von Egmont Graphic Novel dabei. Und zwar habe ich mir da besorgt Intasars Auto, der König vom Mars. Was der Comic schon mal vorgestellt hatte bei uns. Hatte er. Besondere Jahre. Der schielende Hund. Das sieht irgendwie lustig sind alles Hardcover. Und zum Schluss nochmal vom Metrolith auf dem Drahtseil. Ist direkt noch original eingepackt. Ja. Mega Stapel für, ich glaube, 30 Euro oder sowas habe ich. Ne? Und das wenn man bedenkt. Normal für so ein Buch, ne? Ja, also ich sag mal, dass allein das auf dem Drahtseil ist schon 24,99 Euro und der Rest ist also 15 bis 20 Euro. Und natürlich, es ist alles nichts fürs reine Superheldenpublikum, das ist ganz klar. Also, das ist ja auch nicht unser Anspruch. Nee, also. jetzt kommt er mit Anspruch. Aber guckt ruhig mal bei Jokers da rein. Wir werden weder von Plemplem Productions noch von Jokers bezahlt. Nee, aber wenn man so Schnäppchen da mal machen kann. Falls uns jemand bezahlen möchte, kein Problem. Wir arbeiten auch für Geld. Nein. aber das ist wirklich für uns Schnäppchen Panini zu machen. Panini-Comics haben wir heute zum Beispiel. Ach doch, haben wir. Aber Superhelden, dafür keine, ne? Doch, einen Batman habe ich dabei. Ach, einen Batman hast du. Allerdings Album. Jedenfalls wirklich einfach Newsletter und schon, wie gesagt, ich glaube, es waren sogar durch den Newsletter nur 25 Euro, also mega gut. Kannst du dann bei dem Newsletter irgendwie festlegen, dass du nur Comics angezeigt haben möchtest oder wie funktioniert das? Nö. Also alles, was die so im Angebot haben? Alles, was die, also du kriegst ihre Angebote zugesendet, du kannst dich aber natürlich auch gleich austragen. Also das ist, wenn dich das nervt, dann trägst du dich gleich wieder aus, aber die 5 Euro hast du auf jeden Fall schon mal damit abgezogen und letztendlich ist es hier ein Band. Ja? Also kann ich nur empfehlen, zuschlagen. Damals gab es mal so eine ähnliche Aktion bei 2001, da habe ich aber schon lange nichts mehr gesehen, was mich so richtig glücklich gemacht hat. Und ja, das war ein glücklicher Zufall, das ist Treibsand, was ich wahrscheinlich schon 4-5 Jahre auf der Merkliste hatte und mich nicht so durchringen konnte. Ja, von 2014 merkst ist du irgendwas, dass die Bücher gebraucht sind? Oder? Nee, die sind nicht gebraucht, das sind komplett neue Bücher. Das sind Lagerbestände genau. quasi. Die haben die irgendwie ausgepreist, also es ist auch kein Mängelexemplar und nichts dran halt. Ne? Also keine Ahnung, wie die das, ich nehme an, die haben sie dann terminiert. Es ist natürlich ganz klar, du musst damit auch deine Zielgruppe erreichen halt. Ne? Also ich finde das Thema DDR finde ich immer spannend, weil ich ja so in Sichtweite, ja nicht ganz, aber so noch näher zu mir, ja, weil ich natürlich einen gewissen Bezug dazu habe, ne, wenn man immer so über den Zaun gucken konnte und die armen bedauernswerten Kreaturen, nein. Du hast aber auch Bananen drüber geworfen. Nein, aber das war schon immer was präsent war, wenn du im Zonenrandgebiet groß wirst, dann ja klar, also der Zaun vor der Tür halt, ne, ab und zu hörst du wie eine Selbstschussanlage losgeht und dann machst du dir schon so Gedanken, was da los ist. Ne? Und wir hatten natürlich auch früher DDR-Fernsehen, ne? Wo ich mach's mit, mach's noch, mach's besser gesehen habe. Mit einem Adi gesehen habe. Ja, ne? Kenn ich auch also noch. Das hat mich schon geprägt. Ne? Wenn mir schon ein, wie soll ich das sagen, Sportlehrer namens Adi hat, das sagt schon einiges aus. Nein. Jedenfalls Treibsand. Oh, immer albern. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Also es sind jeweils, also sowohl Treibsand als auch der 17. Juni stellen Episoden aus der DDR vor. Treibsand widmet sich dem Zusammenbruch von der DDR, also dem allen, was dazu geführt hat, mit den Demonstrationen und ähnlichen. Während der 17. Juni sich natürlich mit der gewaltsamen Niederschlagung des ersten Aufstandes so in der DDR durch die Russen oder durch die Sowjets in diesem Fall damals noch widmet. Und es ist jeweils immer so ein bisschen nicht aus einer Heldenperspektive raus erzählt. Treibsand zum Beispiel ist es aus einer Sichtweise eines amerikanischen Reporters geschildert, ne, der um 89 rum überall so auf der Welt so schaut und von seinem Chef hingeschickt wird, wo so ein leichter Krisenherd ist. Er war zum Beispiel zuvor war irgendwo in China, wo diese
Sache war, wo sich schon Menschen dem Panzer gegenübergestellt haben. Da gibt es ja dieses eine ikonische Bild, wo der eine vor den mehreren Panzern steht und möchte die aufhalten mit seiner Einkaufstüte noch so unterm Arm. Und da war er zum Beispiel, also es ist nicht biografisch oder so, sondern die Geschichte gibt es halt so vor, dass er auch dabei war. Mhm. Und der wird dann halt in die DDR gesendet und kann als Reporter auch dann die Grenze übertreten als amerikanischer Reporter. Jetzt weiß ich nicht, wie realistisch das ist, aber er sagt, das Regime hat damals natürlich auch 40 Jahre DDR gefeiert und wollte das natürlich auch als großen Sieg des Sozialismus feiern und hat natürlich auch fremde Reporter quasi in die Stadt gelassen. Und ja, er beobachtet quasi das politische Geschehen in der DDR. Und er lebt auch persönliche Dinge, also er lernt zum Beispiel auch eine junge Dame kennen in diesem Ganzen und er ist sehr, sehr intensiv recherchiert, wie die Lebensumstände sind, aber auch wie sich die Führung da verlebt. Zum Beispiel weiß man ja vom Honecker, ne, er war ein großer Jäger und hat in seiner wunderbaren Villa gelebt, ne, wo er 200 Gewehre und ähnliches hatte, ja. Auch der Sportförderung widmet er sich zu, Thema FDJ kommt drin vor, das Thema Gefängnisse in der DDR, aber er schildert halt auch, wie dann der Zusammenbruch halt auch wirklich passiert ist mit meiner Meinung nach, ab sofort tritt das in Kraft und dieser kleine Satz hat natürlich dazu geführt, dass keiner mehr so richtig wusste, was da los war, aber von der ersten Demonstration bis wirklich der Grenzöffnung der Freiwilligen oder Unfreiwilligen ist er da auf der Spur und finde ich wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Die Zeichnung von Kitty Kahane oder Kahane, weiß nicht, vermutlich Künstlername, denke ich mal, sind gewöhnungsbedürftig. Mhm. Das muss man sieht es schon auf dem Cover. Es hat den Eindruck so ein bisschen von Kinderzeichnungen, wie du es vielleicht in der 4., 5. Klasse machst, aber mit einer Komposition, die viel, viel, viel weiter ist. Also die Dynamik beim Laufen und so, das passt alles, aber in der Optik von der kindlichen Zeichnung so ein bisschen. Sie hat auch Kinderbücher passenderweise gezeichnet und ja, das kommt in beiden Bänden, die komplett in Farbe sind, voll zum Tragen. Ja, also man sieht hier zum Beispiel einen sozialistischen Bruderkuss, aber auch teilweise Autos, wo du denkst, ja, so hätte ich das vielleicht in der 4. Klasse auch gemalt. Also es ist, aber es geht ihr ja nicht, auch hier nicht um, ich möchte Fotorealismus, sondern um die Stimmung zu übertragen. Der Reporter hat zum Beispiel immer Zahnschmerzen, was sehr schwierig ist, weil er kriegt dann in der DDR eine Zahnbehandlung und das traumatisiert ihn natürlich so ein bisschen halt, ne? Ja, also wirklich schönes Ding. Auch 17. Juni kommt aus einer ähnlichen Richtung. Da geht es drum um einen verschwundenen Arbeiterführer. Ne? Also der Aufstand ging wohl auch von den Arbeitern aus damals, weil die Quoten erhöht wurden. Und da waren sie nicht mit zufrieden. Und da sammelte sich relativ schnell relativ viel Arbeitervolk auf der Straße, was ja eigentlich dem sozialistischen Menschen sehr gut gefällt, wenn der Arbeiter so zu seinem Recht kommen möchte, war aber nicht so beliebt und führte dann dazu, dass die Russen die Panzer geschickt haben, die das Ganze dann im Keim erstickt haben, wo auch zum Beispiel Panzer geschossen haben, zum Beispiel auf Gebäude auch. Und wo Leute dann, die wussten noch aus dem Zweiten Weltkrieg, wie es geht, auf die Panzer draufgeklettert sind, denen die Funkantennen abgebrochen haben und ähnliches. Das ist ein Band, der ist nicht komplett in Farbe, sondern der ist in so Blautönen gefasst, was die traurige Stimmung auch so ein bisschen fasst. Es wird nicht aus der Perspektive dieses Arbeiteranführers dargelegt, sondern auch teilweise ein Reporter, aber auch aus anderen Perspektiven, weil eine junge Dame einen dieser Anführer dann vermisst. Der kam dann in so ein Arbeitslager nördlich des Polarkreises und was meistens ja nicht dazu führt, dass man da wiederkommt. Ne? Weil wenn man jeden Tag körperlich hart arbeiten muss, nördlich des Polarkreises, Vorkuta als Stichwort, überlebt man das nicht. Und sie bekommt dann ja noch was überbracht von einem Freund desjenigen, der da verstorben ist.
Und ja, sehr sequenziell aufgebaut, also immer unterschiedliche Zeitebenen, aber auch durchaus interessant, speziell, weil das jetzt was ist, also wir kriegen jedes Jahr, kriegen wir eigentlich Bilder von der Grenzöffnung gezeigt. Lustigerweise ist ja dann auch der 3. Oktober der Tag der deutschen Einheit geworden, weil wir gesagt haben, irgendwie der 9. November ist irgendwie schlecht belegt durch die Reichspogromnacht. Wobei ich sage, also letztendlich für mich der Tag, wo das Ganze realisiert wurde, wo man Menschen gesehen hat, wo das Ganze passiert ist, war halt der 9. November. Also ja, bisschen seltsam. Aber nichtsdestotrotz, auch das ein interessantes Ding, was einem vielleicht viele Sachen zeigt, die man nicht jedes Jahr zeigt. Also ich wüsste nicht, wann ich zuletzt historische Bilder von dem Aufstand vom 17. Juni da gesehen hätte halt. Ne? Und da gibt es ja durchaus einiges. Ich habe dazu noch ein bisschen recherchiert, weil ich auch nicht so mega viel dazu wusste. Ich wusste, dass es gab, dass es blutig niedergeschlagen wurde und so weiter und so fort. Auch nicht so Prager Frühlingsmäßig, ja, sondern auf eine andere Art und Weise, aber durch das Recherchieren bin ich dann auch sehr oft auf die Vorlagen zu dem einen oder anderen Bild gekommen, was sie gemacht hat. Also sie hat sich da tatsächlich an verschiedenen Bildern aus dieser Zeit gehalten. Die SED-Regierung hat dann ja gesagt, das ist alles hier von dem Klassenfeind gesteuert und durch die feindlichen Agenten. Und man muss bedenken, damals war die Mauer noch nicht da. Ja? Also man konnte auch aus West-Berlin in den Osten rübergehen und umgekehrt. Und das wird hier auch ein paar Mal passiert, das Ganze. Sehr, sehr interessant gemacht. Und ich finde es gut, wenn diese geschichtliche Episode auch belegt wird, wenn es da was dazu gibt. Wie gesagt, bei so einem Preis von 5, 6, 7 Euro kann man das auf jeden Fall mitgehen. Sieht mega gut aus und ja, auch schön umgesetzt. Aber man sollte sich natürlich grundsätzlich für Geschichte interessieren. Ne? Also es ist jetzt kein, natürlich ist auch Spannung drin, aber es ist jetzt kein Action-Comic oder sowas, wie das Ganze befeuert. Ja? Graphic Novel halt, ne? Ja, Graphic Novel. Ja, kommen wir mal zu was wir auch zugeschickt bekommen haben. Der Junge lebt im Brunnen. Ist ein Hardcover-Band vom Verlag, möchte ich jetzt mal fast sagen, dass es der Verlag ist. Insektenhaus, hat mir so auch noch nichts gesagt. Und zwar ist das Ganze geschrieben von Alexander Kaschte und gezeichnet von Jaroslav Gach. Ja, zum Alexander Kaschte kannst du nochmal vielleicht was sagen. Also er ist wohl Mitglied einer Band gewesen, die da heißt Samsas Traum. Genau, ja. Ja, Samsas Traum. Habe ich jetzt noch nichts gehört von. Klingt ganz interessant. Würde ich mal reinhören wahrscheinlich. Aber ja, könnte dir wahrscheinlich besser gefallen als mir, weil mir ist ein bisschen zu verspielt. Also ist nicht so ganz mein Metal-Genre. Bin ja eher so primitiv veranlagt, aber ja. Umso begeisterter bin ich von dem Produkt, was du da vor meiner Nase und hältst. Und das dachte ich so, da kommt unaufgefordert dieser Band da an und ich blätter da rein und denke so, wow, ja, was ist das denn? Also es sind richtig tolle Zeichnungen drin, die sich wirklich messen können mit franco-belgischen Alben. Also das ist wirklich toll gemacht und kurz zur Story, die ich da mal Breedstorm hat mir einen Marienkäfer auf dem Comic gezeigt. Der Band kommt relativ weitestgehend ohne Text aus. Also das heißt, du hast immer mal ein paar Textstellen drin und dann sind es so ein paar Sprechblasen, aber es ist wirklich nicht sehr viel Text. Die Geschichte wird über die Bilder transportiert, größtenteils. Es geht um ein Mädchen, das offensichtlich bei ihren Großeltern lebt und oder zumindest da die Ferien verbringt. Nee, Ferien sind es glaube ich auch nicht, weil sie kommt mit dem Schulbus nach Hause. Aber offensichtlich lebt sie also bei ihren Großeltern irgendwie und die wohnen halt sehr nah an einem Wald und sie findet in dem Wald einen Brunnen und schaut da rein in den Brunnen. Der ist halt verdeckt mit allen möglichen Sachen, also mit Brettern, mit Stein, mit Laub und so weiter und so fort. Und sie macht ihn erstmal frei und schaut rein und es ist eine Leiter drin und sie findet dort drin einen Jungen. Wie der Titel schon sagt, der Junge lebt im Brunnen. Und ja, was ist der Junge? Man kann es nicht so richtig, es wird nicht so ganz eindeutig, also er leuchtet so ein bisschen und es ist, hat schon so eine Art Geistform, ja. Es ist ein Geist und so weiter und so fort und er erzählt ihr halt dann irgendwann seine Geschichte, wie er im Brunnen gelandet ist und
Ja, viel mehr möchte ich an der Stelle auch gar nicht verraten, weil das ist wirklich auf relativ wenigen Seiten eine recht schöne Geschichte erzählt. Also wer die Chance hat, guckt einfach mal rein in das Album. Das ist wirklich toll gemacht. Das ist, wie gesagt, zwischen zwei so Pappdeckeln als Cover, als Front- und Backcover und hat kein Buchrücken in dem Sinne, sondern ist praktisch so ohne Rücken zusammengeleimt, gebunden. Ja, keine Ahnung, wie man das jetzt hier in dem Fall nennt. Da müsste man ein Produktionsgenie. Und das bringt mit sich, dass man das Buch wirklich fast zu 180 Grad aufklappen kann. Ja? Und dann die Seite komplett, also auch die Spielerei, die so ein bisschen über eine Seite geht. Also es ist so im Hintergrund, die eine Szene franzt so ein bisschen aus in den Hintergrund und fängt dann an, eben die Geschichte zu erzählen. Mhm. Und das ist so eine tolle Spielerei, die hier drin ist. Also macht echt Spaß. Guckt da mal rein, wenn ihr die Chance habt. Ich verlinke es auch, also ihr könnt euch mal auf der Seite umschauen. Das ist echt was Tolles. Es ist ein stolzer Preis für das Buch, aber ich glaube, der lohnt sich da auch. Auch wenn es jetzt nicht so viel zu lesen gibt, aber es gibt wahnsinnig viel zu entdecken durch diese wunderschönen Zeichnungen. Und die sind echt toll. Also die Geschichte ist jetzt auch keine, jetzt, ich würde jetzt nicht sagen eine wirkliche Innovation, aber eine rührselige Geschichte. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß, die zu entdecken. Also ich bin auch sehr begeistert von der Umsetzung. Mhm. Das, also gerade wo du die Pappe ansprichst, es ist halt schon relativ grobe Pappe, mhm. aber dadurch, durch diesen schwarzen Druck aber, da drauf und auch mega hochwertig. Ja. Es hat hier noch so eine leichte Prägung, siehst du? Ja, das? Ja. Also die Schrift vorn drauf ist jetzt auch der Titel und die Namen der Macher sind leicht eingeprägt. Also das ist, ist schon hochwertig gemacht. Mhm. Ja, also das werden wir auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Auch mal schauen, was sonst noch so bei Insektenhaus erschienen ist. Ja, schon mega so ein gut. Paar Comics, glaube ich, auch noch von dem Autoren. Ja, also das ist wirklich Kunst. Ja, ganz klar. Also zauberhaft. Und es war halt wirklich eine Überraschung. Also ich gucke da in die Post und denke mir, nu, hat mir wieder mal einer was geschickt. Aber was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und da kann man nur mal eine Empfehlung aussprechen. Also wie gesagt, den Link gibt's und ja. Mhm. Feines Ding. Ja. Deswegen sage ich, ich habe heute leider auch wieder nur zwei Comics dabei. Dafür aber mal ein bisschen was anderes. Ja, ich habe hier so viele Comics, dass ich die loswerden möchte. Mhm. Nein, also. Ich kann sie noch nicht wegräumen, ich habe sie noch nicht besprochen. Ja. Also, was ist passiert? Willst du das machen? Ja, ich lasse das gerne mal hier. Was ist passiert? Ich habe ein Rezensionsexemplar angefordert. Mhm. Und zwar ist es von Vernon Rave, Zeitenwende nach dem Krieg, Band 1. Ne, da sieht man auf dem Cover das Brandenburger Tor, man sieht ein GI darum stehen, man sieht Leute mit Schlapphüten da sehen, man sieht eine Dame, die eine US-Jacke anhat, sie verlassen den amerikanischen Sektor etc. Man sieht, dass im Hintergrund offenbar jemand erschossen worden ist, potenziell vom DDR-Grenzer. Auf dem Brandenburger Tor thront die russische Fahne, also Zeitenwende nach dem Krieg ist hier Programm. Also es geht 1945 nach dem Zusammenbruch und ich glaube 1947 dann. In dem Bereich ist das Ganze angesiedelt. Mhm. Was mich stattdessen erreicht hat, war Zeitenwende Bad 1. Und zwar ist das der eigentliche Anfang der Serie. Ja. Denn die Serie geht viel, viel früher los. Die ist nämlich angesiedelt eigentlich in Belgien und zwar im Jahre 1938, also kurz bevor die Wehrmacht da durchmarschiert ist und das Land eingenommen hat. Mhm. Also es gab relativ wenig Widerstand so in Belgien und Holland. Deswegen sind die Städte da noch relativ gut erhalten. Mhm. Ne? Und zwar kehrt in die Ardennen zurück, der Thomas Deschamps in den Ort La Goff. Mhm. Das ist das Dorf, wo er groß geworden ist und wo sein Bruder immer noch lebt. Mhm. Der Thomas ist ein weitgereister Mensch, also er war als Seemann unterwegs, unter anderem als Abenteurer, hat schon die ganze Welt, hat Afrika gesehen, hat Südamerika gesehen. Also ein Lebemann, wie man ihn kennt.
Sein Bruder Charles ist, wie soll ich sagen, sehr konservativ, ist dort wohnen geblieben, ist ein Geschäftsmann geworden und die zwei hatten sich schon immer nicht so freundlich behandelt, was vielleicht auch so ein bisschen dran liegt, dass der Thomas sehr in die Ehefrau oder in die jetzige Ehefrau von seinem Bruder verliebt war. Mhm. Es gab so ein gewisses Techtelmechtel zwischen den beiden und was damit gemündet ist, dass er das Land verlassen hat und halt auf diese Abenteuerreise gegangen ist. Und jetzt ist er halt wieder da, möchte ein Restaurant, macht er glaube ich auf. Und sein Bruder ist es natürlich generell nicht so recht. Mhm. Er kommuniziert noch viel mit seinem besten Freund, der ist Pfarrer in dem Ort und dort geblieben. Das ist für den natürlich auch nicht alles immer so leicht, weil er um die Geschichte natürlich auch weiß. Und in dieses ganze Szenario mischt sich dann noch ein, dass die Deutschen dann irgendwann kommen und natürlich nicht nur die Problematik Nazis aus Deutschland, sondern es gibt natürlich auch Rechte in Belgien, die ähnliche, dadurch, dass der Nationalsozialismus in Deutschland relativ schnell populär war und zur Macht gekommen ist und relativ erfolgreich auch war. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Show der Olympischen Spiele, die quasi genutzt wurden, um das Ganze in die ganze Welt zu tragen. Da sind relativ viele, die in Belgien, die auch ähnliche Ideen haben. Und das gefällt Thomas natürlich überhaupt nicht. Mhm. Sehr, sehr großes Thema von ihm ist natürlich immer auch die Damenwelt. Also er ist schon ein schwere Nöter. Also es gibt nicht nur die Ex-Frau. Die Damenwelt oder die Damenwelt? Die Damenwelt, die Damenwelt. Was, also, ja, Entschuldigung. Ne, er hat da zum Beispiel eine Spanierin an der Angel, die von der Internationalen Brigade ist. Wir hatten uns ja schon mal über Spanien im Faschismus unterhalten, über einen anderen Comic. Und sie ist auch eine von den Kommunisten, die damals flüchtenderweise das Land verlassen haben und die jetzt auch da ist. Ist eine sehr sehenswerte junge Dame, die wir auch noch in diversen Posen dann kennenlernen in diesem Comic. Aber darum geht es nicht, sondern primär um die Interaktion zwischen den verschiedenen Figuren darin. Mhm. Ja. Das aber er zeichnet die Damen schon ganz gerne mal so ein bisschen freizügig. Ne? Ja, also das kann man definitiv so sagen. Er hat sich sehr auf die Mode der Zeit schon eingelassen, aber die Damen findet er, glaube ich, auch ganz nett in dem Bereich. Ne? Also das lässt er sich nicht nehmen. Ne? Später werden wir sie nochmal wiedersehen, nämlich in dem anderen Band. Es sind nämlich zwischendurch weitere Bände dazu erschienen, was ich natürlich nicht wusste, weil ich habe gesehen, also mir war die Serie irgendwie entgangen und Zeitenwende nach dem Krieg Band 1 halt. Mhm. Ne? Ich habe dann, der Verlag hat mich dann angeschrieben, hat gesagt, oh, wir haben dir versehentlich den falschen Band geschickt. Da wusste ich noch nicht, wie das Ganze zusammenhängt irgendwie. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt kannst du verlosen. Sag ich, wunderbar, das machen wir auch. Denn ich habe natürlich den Band, den ich eigentlich angefordert habe, nämlich Zeitenwende nach dem Krieg Band 1, habe ich natürlich auch rezensiert und zwar auf der Comic Cookies Homepage. Comic Community? Comic Community heißt das Ganze, stimmt. Nicht zu verwechseln mit der Comic Community von einem anderen Podcast, die ihre Facebook-Gruppe so genannt haben. Ja, irgendwie, ja, da war was. Ja, aber okay. Ja, aber DE und NET gehört uns. So. Ja, und zwar schon seit, keine Ahnung, 2012, glaube ich, oder noch eher. Das, ja. Nee, 2012 haben wir Podcast angefangen. Comic Community hieß es ja schon, das Forum. Das was Forum, wir davon, ja, ja. Wenn wir das Wort Forum, die Jüngeren werden das gar nicht kennen. Was ist das, ein Forum? Ja. Da kann man schon ungefähr erkennen, wie alt das Ganze ist. Mhm. Aber in dem neuen Band, den ich dort auch schriftlich natürlich auch noch rezensiert hat, sieht man, was da zwischenzeitlich passiert. Also es gibt noch einen Zwischenband, den ich jetzt nicht gelesen habe, aber es gibt natürlich schon erstaunliche Wendungen. Also eine der jungen Damen ist auch in Berlin gelandet. Die spanische Kommunistin ist offenbar von den Deutschen gefangen genommen worden. Und nach dem Krieg ist sie jetzt irgendwo in einem Gefangenenlager im russischen Bereich, wo man auch nicht so einfach hinkommt halt. Ne? Und man sieht die ganze Progression, die da stattgefunden hat. Ich persönlich hätte natürlich noch sehr irgendwie mitbekommen, was dazwischen passiert ist. Die junge Dame sieht auch nicht mehr ganz so gut aus, so im Gefangenen-Outfit. Aber das ist ja auch nicht die Intention von der Serie gewesen. Also man sieht schon, dass sich hier einiges getan hat. Auch die Beziehung zu den Brüdern ist nicht mehr dieselbe, die sie mal
gewesen ist. Und interessanterweise, wir sehen hier eine junge Dame mit schwarzer Haut, was damit zusammenhängt, dass der gute Thomas in seinen Ausflügen in Afrika nicht ganz untätig war und hat plötzlich eine Tochter, die dann nach Belgien gekommen ist. Also es ist eine sehr, es ist keine Action, es gibt ja sehr, von anderen Verlagen haben wir sehr viele aus diesem Bereich, sagen wir mal so Kriegsgeschichten oder sehr beliebt auch das Genre im Albenmäßigen, wo die Nazis dann den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben oder mit irgendwelchen Wunderwaffen plötzlich unterwegs sind. Das ist hier nicht, sondern er benutzt das Szenario, um zwischenmenschliche Episoden zu erzählen. Also wie sich das Ganze weitererlebt. Ihr könnt euch vorstellen natürlich, dass in der Beziehung zu der Frau so von seinem Bruder sich da noch einiges tut. Da sind ja sehr viele unterdrückte Gefühle. Ne? Mhm. Und deswegen kann ich eigentlich über den eigentlichen Band, den ich angefordert habe, nicht allzu viel erzählen, weil sonst würde ich zu viel über die Gesamtserie erzählen. Das ist dann quasi der dritte Band. Und den ersten Band verlosen wir unter der Prämisse, dass wir sagen, wir wollen jetzt keinen Quiz machen oder sowas. Ich habe das schon unter die Rezension geschrieben. Teilt einfach diese Rezension, auf welche Art und Weise auch immer. Mhm. Der Steffen hat darunter wie immer einen hübschen Twitter-Button, einen hübschen Facebook-Button etc. eingerichtet und wie gesagt, nutzt sie und wir werden in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen werden wir das auslosen, wer diesen Band bekommt und den schicke ich denen einfach dann zu. Ne? Streut es einfach mal. Und, oder von mir aus jetzt, wenn wir es jetzt auch hier nochmal erwähnt haben, könnt ihr natürlich auch gerne diese Episode teilen. Also genau. Die beiden Beiträge, wo das Ganze besprochen wurde, also das heißt entweder der Beitrag mit der jeweiligen Rezension oder aber den Beitrag mit unserem Podcast jetzt. So ist es. Klingt doch nach einem Plan. Ja, soll ich nochmal? Gemeldet bei mir hat sich ein gewisser, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Namen richtig ausspreche, ich bitte es zu verzeihen, wenn ich es nicht tue. Andi ist noch einfach, aber dann Papelitzki, würde ich sagen. Mhm. Hat sich bei mir gemeldet und hat gefragt, ob wir auch Indie-Comics unterstützen. Und natürlich, wer uns kennt, der weiß, du allein schon mit Blam Blam Productions und so weiter und so fort, das ist auf jeden Fall so. Und habe ich gesagt, natürlich, wenn du irgendwas hast, was du vorstellen möchtest, sag mir auch immer wieder, melde dich einfach bei uns. Und dann hat er mir ein Vorab-Exemplar geschickt seines Comics Bounty Loss. Die Abenteuer von Captain Nihil und Lieutenant Quattro. Um was es in dem Comic geht, lass mir doch einfach mal die Technik vorlesen oder erklären. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2018. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Bountyless, das mit seiner Ein-Mann- und Ein-Quadrupus-starken Besatzung unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue... Moment. Unendliche Weiten? Fremde Galaxien? Und wo startet unsere Geschichte? Auf der Erde. Boring. Aber keine Angst, hier verweilen wir nicht lange. Von hier kam nur ein Funkspruch, den unsere beiden Weltraumpiloten auf ihrer Reise durchs All empfangen haben. Ehrensache, dass die zwei diesem Funkspruch nachgehen und jeglichen Geschöpfen, woher sie auch immer kommen mögen, eine Mitfahrgelegenheit anbieten. Außerdem ist die Bordkasse mal wieder etwas knapp. Und allein die Anflugspauschale zur Erde kann sich sehen lassen. Der Funkspruch kam von einem Taxistand nicht weit von hier. Darf ich vorstellen, Lieutenant? Mein Heimatplanet. Quattro, Erde, Erde, Quattro. Volle Kraft voraus. Ah, da ist sie ja. Sieh dir die an. Dieser Anblick ist einfach immer wieder eine Reise wert. Quattro, Lieutenant Quattro, was ist denn das für ein Geräusch? Für ein Geruch? Wir müssen zu schnell in die Atmosphäre rein und die Systeme überhitzen. Wir müssen umgehend unsere Geschwindigkeit reduzieren. Och, Menno. Wir werden gekillt und das Schiff wird in
Außenteile zu wissen? Ja, ja, ich bremse ja schon. Dafür ist es zu spät. Die Schubregulierung alleine reicht bei derzeitigem Tempo und Eintrittswinkel nicht aus, um entgegen zu Kein Grund, sich gleich einzutinten, Lieutenant. Ich habe wie immer noch ein Ass im Robeärmel. Et voilà! Jetzt kannst du dich eintinten, Quattro. Ja, selbst wenn wir gegrillt werden, mit trockener Kehle wird dieser Kapitän nicht untergehen. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen geflogen zu sein, Lieutenant Quattro. Hey Leute, willkommen an Bord der Bountylus. So gehen sie los, die Abenteuer von Captain Nihil und Lieutenant Quattro. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, dann unterstützt diese Start-Next-Kampagne, denn ihr ahnt ja nicht, wie mühsam es ist, alleine einen Comic zu machen. Alle Einnahmen dieser Kampagne gehen direkt in die Produktion aller Comics und Specials, die ihr außerdem hier bestellen könnt, wie zum Beispiel diesen T-Shirts, diesen kleinen Häkel-Quattros und ihr könnt sogar als Comicfigur in einem der nächsten Abenteuer dabei sein. Also schaut euch um auf der Seite, unterstützt die Kampagne und werdet Teil der Bountylus Crew. Ja, das war der Trailer zur Start Next Kampagne, die der gute Andi da starten möchte. Genau, Link dazu gibt es natürlich wie immer bei uns auch im Beitrag und in den Kapiteln. Um was es geht, hat er jetzt auch schon im Trailer weitestgehend erklärt. Es geht also um diese beiden Weltallabenteurer, den Captain Nihil und den Lieutenant Quattro. Und ich habe mir die erste Ausgabe hier, diese Vorab-Ausgabe natürlich durchgelesen und war schon irgendwie ein Stück weit begeistert, weil es ist mal ein bisschen was anderes. Vom Zeichenstil her ist es wahrscheinlich nicht so ganz dein Ding, ne? Aber ich fand also so cartoonmäßig und leichte Andeutungen, so ein bisschen hatte ich so die Assoziation, dass der Stil so ein bisschen Richtung Tim Burton geht, so ganz leicht. Jetzt natürlich ist es knallbunt, ja, was ja Tim Burton auch sein kann zum Teil, aber so von den Zeichnungen her dachte ich so ein bisschen in die Richtung könnte das gehen. Oder auch so ein bisschen Mars Attacks, ja, war ja auch stimmt, Mars Attacks ist ein guter Vergleich. Ja, und das Heft, was ich jetzt hier habe, hat mir sehr gut gefallen, vor allem mit diesen Ebenen, mit denen es spielt. Also das, was wir jetzt im Trailer gehört haben, das liest man im Heft nochmal nach. Das ist praktisch das erste Drittel, würde ich jetzt mal sagen, von dem Band. Und dann gibt es so eine leichte Meta-Ebene, weil er ein bisschen erzählt, wie schwer es eben für ihn ist, was er auch schon im Trailer angedeutet hat, als Comiczeichner so allein so ein Ding zu stemmen. Und dann kehrt er halt nochmal auf einen etwas anderen Weg zurück zu den beiden Titelhelden. Möchte jetzt hier nicht alles verraten an der Stelle, aber guckt euch mal die Kampagne an. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Da gibt es auch schon ein paar Eindrücke von dem Ganzen. Natürlich gibt es auch noch eine Facebook-Seite von ihm, die werde ich auch verlinken. Auch da könnt ihr euch mal umgucken. Und ich glaube, der hat sogar auch noch einen Instagram-Account. Also die Links stehen da auch alle drin. Die werde ich natürlich mit so übernehmen. Und guckt euch das mal an. Es ist wirklich eine schöne Sache, auch für so ein Independent-Produkt. Alles im Eigenverlag praktisch gemacht. Also ein toller Band, finde ich. Ja, kleiner Prestige-Band würde genau, das Ganze umschreiben. Ja. Also ja. Fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Deswegen, wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht zu viel verraten, weil es steht auch
explizit Top Secret drauf. Ne? Ach so, ja. Ja. Nee, ich finde es ja. auch eine coole Idee, dass du das für YouTube, ist das sicherlich dann dieser Trailer erschienen? Ja, also den hat er auf YouTube veröffentlicht und auch für die Startnext-Kampagne. Da kann jeder nachschauen, ist das ein Stil, der mich anspricht? Genau. Ist das ein Thema, was mich anspricht? Ja, also es gibt auch, genau, in dem Video gibt es auch Bilder natürlich in leicht animierter Form auch. Von dem aus dem Band, aber die sind Originals aus dem Band, also das ist echt toll und er hat sich auch mit diesem Promo-Video sehr viel Mühe gegeben, also sowas finde ich immer unterstützenswert und das macht auf jeden Fall Spaß und da freue ich mich tatsächlich auf den zweiten Band dann, also ich wünsche ihm viel Glück und viel Erfolg, dass das gut ankommt. Muss ich mir mal angucken, wäre bestimmt auch was ich selber wieder unterstützen würde. Und von daher, ja. Du wirst berichten. Ich werde berichten und ich halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht trifft man sich ja auch mal in Erlangen persönlich oder so. Und dann kann man ja schon mal so eine erste Richtung vielleicht. Ob es erfolgreich war oder nicht, genau. Abschätzen. Sehr schön. Genau. Sehr gut. Was hast du denn da jetzt? Ich dachte, du möchtest jetzt einen Beipackzettel. Nee, das war ein Lesezeichen. Rezensieren. Nee, so weit ist es nicht, aber jetzt kommen wir vom klassischen Independent zum leider noch nicht gelesen. Also auf mein Haupt wollte ich die ganze Zeit schon lesen, aber irgendwie hatte ich noch nicht so die. Zum Mainstream-Superhelden? Mhm. So, der Steffen hat es nicht geschafft, die Mainstream-Superhelden zu lesen. Was ist nur los mit ihm? Ja, also, vor allem den Band, weil das ist ja nun wirklich, also das, ja. Genau mal, das, mal, was du geil findest, ne? Jetzt machen wir ein bisschen Spannung hier. Ja. Das ist vor allem was ja so wirklich selten passiert mal. Also, ja gut. Warum einfach, passiert denn das selten, Steffen? Weil das ist ein Band von Batman, aber es ist ein in Europa produzierter Band. In Frankreich, glaube ich, erstmals, ne? Bei BD oder so, meine ich. Und zwar geht es natürlich um Batman, der dunkle Prinz, Band 1 von 2. Und gezeichnet und geschrieben hat das Ganze ein gewisser Herr Marini, der auch schon bekannt geworden ist mit dem Skorpion zum Beispiel. Ja. Was noch bei Panini? Nee, das war nicht bei Panini. Nee, Skorpion war nicht bei Panini, das war bei Carlsen, ne? Mhm. Ja. Ich bin darauf aufmerksam geworden, auf ihn durch die Adler Roms. Genau, das war's. Ja. Das hat mir seinerzeit, glaube ich, auch schon vorgestellt, weil das einfach mega gut aussah, das Cover damals. Und ich kannte ihn damals auch noch nicht. Mhm. Die Adler Roms ist auch Römer, Germanen-Thematik. Mhm. Und ja, er hatte wohl die Anfrage und da sagt er natürlich nicht nein. Mhm. ich muss ganz klar sagen, ich habe die Adler Roms aus den Augen verloren, weil auch da die Erscheinungsphasen nicht so. Ich habe die ersten zwei Bände und dann habe ich das irgendwie, ja, dann kam Ewigkeiten nichts und ich muss das mal dringend nachholen. Mhm. Da sind mittlerweile, glaube ich, zwei weitere erschienen. Ja. Aber wir wollten natürlich eigentlich über den Batman, den dunklen Prinz, reden. Mhm. Der Marini hat einen sehr gut erkennbaren Zeichenstil, den er hier natürlich auch eingesetzt hat. Und das beginnt mit einer Szene, wo unser alter Freund Joker eine junge Dame bedroht, die er offensichtlich gefangen hat. Ja. Und im Laufe des Bandes werden wir genauer erkennen, wer diese junge Dame nämlich ist, weil das ist nämlich möglicherweise die Tochter Batmans. Mhm. Ja. Ist jetzt kein großer Spoiler, weil, wie gesagt, im Laufe der Geschichte wird es verraten. Wir sehen hier einige Kämpfe von Batman, aber auch von Catwoman mit der Gang vom Joker. Und auch das ist im typischen Marini-Stil umgesetzt. Natürlich wesentlich dynamischer, als er das zum Beispiel bei den Adlern Roms gemacht hat, weil da gibt es natürlich auch Verfolgungsjagden, es wird viel geschossen und das Ganze sieht, du hast ja schon gesagt, es wäre so ein schöner Stil, den du gut finden würdest, aber das ist es auch, sieht relativ niedlich aus, ja, aber es geht ganz schön zur Sache auch dann, also. Niedlich hätte ich jetzt nur nicht gesagt. Wie würdest du es beschreiben? Weich. Ja, es ist eine saubere, klare Linie auf jeden Fall und
Ja. Aber auch nicht mit dem Anspruch, großartig realistisch zu wirken, sondern ja, wie ein besseres Batman Animated, hätte ich fast gesagt. Was? Hätte ich schon gesagt, es ist sehr, sehr bunt auch oft, gerade jetzt. Ja, er spielt sehr oft mit den Lichtverhältnissen, ja. Wenn es Richtung Joker geht, wird es natürlich sehr bunt und hell und Es wirkt sehr lustig, wenn man es einfach nur überfliegt, aber was so zwischendurch passiert, der geht schon sehr, sehr hart zur Sache. Also es ist kein Band, den man jetzt ein Kind in die Hand drücken würde, wenn man sagt, du sollst mal mit Batman anfangen, weil wie gesagt, jetzt, abgesehen davon, dass er ein minderjähriges Mädchen entführt, passieren da ganz, ganz arg schlimme Dinge. Also ich würde schon sagen, dass es sehr, sehr realistisch angehaucht ist, aber halt recht dynamisch gestaltet ist. Ja, für mich war das eine sehr positive Erfahrung, das zu lesen, weil ich in letzter Zeit mit der Batman-Heft-Serie ein bisschen das Problem hatte, dass es mir zu unübersichtlich wurde. Und das passiert in dem Band hier halt nicht. Natürlich, hier werden Geheimnisse irgendwann aufgedeckt werden, potenziell im Band 2. Aber ansonsten ist das eine Story, die, wie sie zum Beispiel auch schon zu Ehaba-Zeiten hätte erscheinen können, wenn auch nicht so brutal, wie hier manchmal vorgegangen wird. Aber sie ist übersichtlich. Du kennst die Figuren, die drin passieren. Du kannst der Handlung sehr genau folgen. Und gerade unter Scott Snyder ist es so, dass ich den roten Faden oftmals verloren habe. Also wenn du das nicht am Stück liest und immer nur unregelmäßig, da gibt es ja das Geheimnis hinter dem Geheimnis, hinter dem Geheimnis bei Scott Snyder. Und das war mir irgendwann einfach zu verworren, obwohl ich die Serie nach wie vor im Abo habe. Und das ist hier einfach eine klare Story, die auch dann mit Band 2 beendet werden wird. Und ist ja auch eine in sich abgeschlossene Story. Also es ist ja, den Anspruch hatte ich ja auch gehabt irgendwie, dass er da also sein eigenes kann, seinen eigenen Stempel draufdrücken kann, sich jetzt nicht groß an irgendwelche Storylines von vorher richten muss, sondern seine eigene Interpretation der ganzen. Und das siehst du am deutlichsten, finde ich, am Joker, weil der dann doch ein bisschen anders dargestellt ist, aber jugendlicher, als er eigentlich derzeit ist. Mhm. So einen leichten Gothic-Untouch hat er natürlich auch, die Augen sind sehr, sehr dunkel geschminkt. Die Harley ist jetzt nicht so großartig anders, als man sie kennt, aber natürlich auch von großer Brutalität gezeichnet. Ne? Mhm. Also auch da macht es ihm offensichtlich Spaß, die in netten Posen zu zeichnen, gar keine Frage. Mhm. Also inklusive Pantyshot, alles dabei. Hätte jetzt meiner Meinung nach nicht, aber offensichtlich mag er die Figur halt ganz gern. Mhm. Ne? Ja, und ich find's auch sehr gut, wie er den Batman dargestellt hat oder auch Bruce Wayne. Also das passt alles irgendwie. Das sieht schon gut aus. Sehr, sehr stimmig und insgesamt auch das wieder, wir kommen aus der Hochwertigkeit gar nicht mehr raus, sehr schön gemacht in dem Hardcover-Album. Und im Anhang gibt es noch ein Gespräch von Enrico Marini mit Alex Bubenheimer. Auf wirklich, warte mal, sechs Seiten wirklich, wo er das Ganze erklärt, wie es dazu kam, ne? Weil DC, also du kannst ja nicht einfach Batman zeichnen, du musst ja schon gefragt werden und auch der Prozess, wo man sich überlegt, ja, möchte ich das, kann ich das überhaupt, weil offensichtlich ist er schon mit seinen anderen Projekten sehr zeitlich in Beschlag genommen. Ich habe jetzt mehrere Stimmen dazu gehört. Es gibt natürlich auch Fans davon, die es gut finden, wenn Sachen mega verstrickt sind, aber da bin ich momentan irgendwie so ein bisschen raus, weil ich das durch die Jahre hinweg immer begleite. Du bist halt auch älter, ne? Nee, es ist einfach, wenn man zu viel von irgendwas hat. Ne? Also ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube, Batman habe ich seit, keine Ahnung, 2001 im Abo. Also da ist es dir irgendwann, speziell wenn das teilweise... Ja, die ganze Zeit schon. Ja. Speziell wenn oftmals das die Handlung keine großartigen Konsequenzen mehr für die Gegenwart hat, weil die nächste Crisis... kommt dann der Neustart und da gibt es wieder einen Neustart und jetzt gibt es eine neue Justice League demnächst und das und... Und hier, das ist einfach was Wunderbares abgeschieden. Also ich denke, wenn man einfach mal wieder ein bisschen Batman lesen will, sehen, ob das was ist, ist das ein wunderbares Ding dafür, weil das wirklich hat wohlige Erinnerungen an die alten
Batman Extra oder Spezial oder wie die hießen bei E-Harper dann geweckt, wo du einfach ein Heft gekauft hast. Also das war in sich abgeschlossen. Gut, das ist jetzt nicht in sich abgeschlossen, es sind zwei Teile. Ja, ja, aber so von der Machart her hat mich ja sehr an diese Zeiten erinnert und da hatte ich Spaß dran. Ja, also wir komplexe Hintergründe und ja, in Wirklichkeit waren der Rat der Eulen schon die letzten 50 Jahre hat uns begleitet hier. Naja. Oder sowas, diese Redcons, das brauchst du hierfür offensichtlich. Ich sag nur Tommy Elliott, das war halt auch so ein Redcon, der trotz der genialen Story von Hush irgendwo dann überflüssig war, meiner Meinung nach. Da hätte man was anderes machen können. Naja. Max auch immer wieder die verschiedenen Joker-Gangs darstellt, die hier drin auftreten oder auch später taucht zum Beispiel noch Killer Croc aus, den hat er auch sehr, sehr schön interpretiert, also das ist ein wirklich feines Ding. Mhm. 16,99, typischer Albenpreis, bei Dago ist es erschienen. Ach, Dago war es, okay. Ja. Und ja, selbst Jim Lee, dein altes Idol, lobt den Band. Also Jim Lee hat gesagt, Enrico Marini erobert mit diesem Meisterwerk seinen Platz unter den besten Comic-Künstlern. Mit seiner mitreißenden, opulenten und an einen Film erinnernden Bildsprache präsentiert Marini einen klassischen und zeitlosen Batman und beschreitet dennoch einen innovativen, mutigen Weg. Und warum musst du diesen Band mit nach Erlangen nehmen? Weil Marini da sein wird. Und leider aber nur, leider in Anführungszeichen, weil immerhin, nur Autogramme geben wird. Aber immerhin. Immerhin. Ja, also, der Vorteil, wenn jemand nur Autogramme gibt, ist, dass man auch mal drankommt. Ja, also das stimmt natürlich. Und die Chancen stehen ganz gut, dass man dann wenigstens ein Autogramm in den Band bekommt. Ja. Und deswegen, ja. Panini hat ja schon vorgestellt, was erscheinen wird. Und wie vor allem interessant auch, wie die Bedingungen für Autogramme, Sketches etc. sein werden, haben sie schon im Forum vorgestellt. Mhm. Wenn ihr da up-to-date sein wollt, schaut einfach mal im Panini-Forum vorbei, weil ich sage, Panini ist da schon einer der Großen halt, ne, die da sehr, sehr viele Leute bringen. Es gibt halt Verlage, die bringen mal so 1-2 Leute, aber Panini packt wieder einen großen Blumenstrauß aus halt, ne? Sind teilweise natürlich die üblichen Verdächtigen, die wie Perkins, den wir immer haben. Daniela Schreiter ist in letzter Zeit glücklicherweise immer dabei, die ja mit Schattenspringer mega erfolgreich auch ist. Ja, also das wird auf jeden Fall ein Fest im Panini-Zelt und wir werden uns das Ganze anschauen. Also Marini würde ich schon gern was signieren lassen. Ja. Das denke ich mir auch. Da würde ich mich schon sehr freuen. Da nehme ich den Band auch gern mit und den zweiten wahrscheinlich auch gleich. Ja, also ich finde es tatsächlich auch besser, wenn du sagst, er zeichnet nichts. Perkins macht natürlich wieder Commission. Naja, zum anderen ist es schade, ne? Weil da von ihm eine Zeichnung wäre dann schon mal was Schönes. Ja, wobei du da wahrscheinlich keine Chance hast. Wen sprichst du mit sowas an? Wer hat dann Erfolg? Ist einige wenige, aber wenn jeder, also ja, finde ich auch gut. Also. Weil, also im ersten Jahr in Erlangen, wann war es? 2010, wenn ich so an das Poster an meiner Wand gucke. Ja gut, ich war schon 2008, glaube ich, das erste Mal. Oder? Da habe ich mir sehr ins Zeug gelegt und da war ich natürlich auch frustriert. Mittlerweile sehe ich das Ganze entspannter. Ja, ich auch. Aber bin auch froh, wenn ich vielleicht einfach mal eine Unterschrift von, also Marini-Unterschrift wäre schon mega. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Das stimmt, ja. Der Flattermann. Es werden auch nur zweimal eine Stunde sein. An zwei Tagen jeweils eine Stunde. Flattermann hat im Panini-Forum schon gefragt, ob er auch vielleicht was doodeln würde. Das ist ja auch so ein Zwischending, wo du halt so einen kleinen Schnell-Sketch reinbekommst. Und auch das wurde von Panini verneint. Aber ich kann es vollkommen nachvollziehen. Naja. Also da würde ich lieber, wie immer bei Panini gilt, wenn du irgendwas dann gezeichnet haben willst von anderen, die vielleicht da sind, musst du natürlich auch was kaufen. Mhm. Und da auch wieder gezielt Bände. Insgesamt ist es nicht ganz so viel im Vergleich zu den letzten Jahren, was da erscheint. Aber wie gesagt, wenn sie sich auf die Sachen konzentrieren, die da auch genommen werden, dann bin ich schon mehr als zufrieden. Und ich kann es auch nachvollziehen, wenn man sagt, ich möchte eine wunderbare Zeichnung von irgendwem für lau haben, dass das Panini dann sagt, dann kauf doch bitte für 25 oder 30. Also da bin ich auch mehr als bereit dazu. Ja, ansonsten, ja, schauen wir mal, was sonst noch so da geboten wird. Mhm. Ja. Der Comic Talk wird höchstwahrscheinlich auch aufgezeichnet in Erlangen. Wäre dann auch mal eine Möglichkeit, das mal zu besuchen. Ja.
Vielleicht gibt es ja auch wieder ein Podcaster-Treffen oder Comic-Caster, um diesen etablierten Begriff. Der Andi vom Telestammtisch ist ja auch schon hinterher, also von daher, ich bin da bester Dinge, dass da irgendwas in irgendeiner Art und Weise stattfinden wird. Er hat uns ja auch schon aufs Hotelzimmer eingeladen zu sich, mehr oder weniger, also von daher. Ja, also nie waren Hotelzimmer besser geeignet, als für Podcasts zu machen. Halt, genau, ne? Richtig. Das sagt der alte Mann und grinst. Welcher alte Mann? Ja, weiß auch nicht. Naja, und jetzt kommen wir zu unserer beliebten Rubrik. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege mit meiner Neues aus Trigan. Tja, Leute, ihr wisst ja Bescheid, ne? Ich weiß, nicht jeder favorisiert diese Rubrik, aber der Steffen hat natürlich eine wunderbare Funktion eingebaut und die heißt Kapitelmarke. Und wenn ihr nicht wissen wollt, was der glorreiche Don Lawrence dieses Mal aufs Papier gezaubert hat, dann einfach auf den doppelten Pfeil drücken und ihr kommt nach vorne. Wir sind ja mittlerweile bei Trigan schon bei Episode 14, was sowieso bedeutet, dass in Bälde Alben kommen werden, die nicht mehr von Don Lawrence gezeichnet sind. Panini hat aber gesagt, wir werden es trotzdem veröffentlichen. Und schon in diesem Band haben wir wieder Miguel Quesada. Willst du den weiterlesen? Ich gucke mir das an, weil mich interessiert nicht nur die optische Opulenz, sondern natürlich auch, wie es mit Trigan weitergeht. Weil es heißt natürlich, eigentlich würde die Serie heißen Der Aufstieg und der Fall des Triganischen Imperiums. Mhm. Und dann werden wir doch mal sehen, mal gucken. Ich lasse mich inspirieren, wenn die ersten Alben gucken, werden wir mal reinschauen. Mhm. Und dann bilden wir uns ein Urteil, ob wir das weiterlesen. Band 14 beginnt mit einem fast Klassiker. Und zwar einer Episode, der wieder mal nach der Macht gegriffen wird. Das Haus der fünf Monde heißt die Episode. Und wir beginnen quasi mit einem Schauspieler, der die Historie, wie es zum Triganischen Imperium kam, darstellt als Trigan. Dieser wiederum wird dann benutzt von einem anderen Bösewicht, der den Kaiser entführt, also Trigan selber, und stattdessen diesen Schauspieler, der ihn die ganze Zeit nur mimt, auf die Bühne stellt. Jetzt fragst du dich, wie geht das? Der sieht doch ganz anders aus. Also offensichtlich haben die da eine Methode entwickelt, wie man einfach Gesichter komplett verändern kann. Ah. Also sie verändern einmal das Gesicht von Trigan komplett. Also sie ist ja sonst ein blonder, leicht angegrauter, gut aussehender Herr und er ist dann plötzlich schwarzhaarig und hat ein komplett anderes Gesicht. Und ebenso der Schauspieler ist auch komplett verändert worden. Und wie immer gibt es Irren und Wirren, die dann dazu führen, dass natürlich am Ende Trigan wieder die Macht erlangt. Aber es gibt sehr viel Action hier. Dieses Mal sind sehr, sehr viele Kriegsschiffe und Flugzeuge beteiligt. Aber das ist so ein Klassiker. Irgendeiner versucht, die Macht zu erlangen, braucht dafür aber jemanden anderes noch, wo man so denkt, eigentlich, wenn du ein Gesicht verändern kannst, dann kannst du doch dein eigenes Gesicht verändern, wäre doch viel besser, wäre viel einfacher. Aber nein, so ist es hier in dieser Episode nicht geschehen. Er lässt sich natürlich nicht entnehmen, mal wieder ein paar geflügelte Monster zu zeichnen, auch in dieser Episode. Also schon, ja, mehr als ein Klassiker, der hier aufs Papier gezaubert wurde. Mhm. Ja. Zwischenzeitlich Thema ist natürlich die Raumfahrt in diesem Band auch. Also in der nächsten Episode verschlägt es dann Trigane dann auch ins Weltall, weil offensichtlich, wir haben das Ganze nicht so nachvollziehen können, aber man benutzt einen Planeten oder einen Mond, sowas in der Art, um den Planeten, um die Gefangenen einfach hinzuschaffen. Mhm. Und soweit ist die Raumfahrt in der Zwischenzeit schon gediehen. Auch da gibt es natürlich geflügelte Monster, ne, der Klassiker. Mhm. Und warum passiert das Ganze? Das ist auch wieder ein Butterworth'sches Konstrukt der besonderen Art. Also der Weise, Perik hat die Aufgabe eines Wissenschaftlers, aber er beschäftigt sich natürlich auch mit Finanzen.
Natürlich. Und da gibt es so ein spezielles Gebäude, so eine Pyramide, wo er einmal im Jahr reingeht. Finanzpyramide. Wo er einmal reingeht im Jahr, genau, die Finanzpyramide geht er einmal. Ist es tatsächlich, also schon eine geile Konstruktion halt, ne? Die Finanzpyramide, der beste Wissenschaftler, der alles erfindet. Ne? Daniel Düsentrieb von Trigan. Der geht da rein und dann wird ihm plötzlich schlecht und er kommt nicht mehr aus dieser Pyramide aus und das ist so gebaut, dass es nur einmal im Jahr sich öffnet. Ne? Und statt zu sagen, naja, da bohren wir halt einen Eingang oder hauen das Schloss kaputt, dann muss auf diesen Gefangenenplaneten muss eine Rakete hochgeschossen werden. Es muss so getan werden, als wäre der Neffe des Kaisers plötzlich einer Straftat schuldig und müsste auf diesen Gefangenenplaneten. Da muss er sich zwischen den verschiedenen sich bekämpfenden Gefangenen etablieren und muss einen Safe-Knacker oder einen Verbrecher runterbringen, der den armen Perik hier aus dieser Finanzpyramide rausholt. Ne? Weil das Schlossknacken ist mega schwierig. Also es ist leichter, eine Rakete auf einen Mond zu befördern, als einfach diese wunderschöne Pyramide zu knacken. Ne? Also das ist wirklich da, also der Butterworth, da fragt man sich manchmal wirklich, was hat der Butterworth da inhaliert? Ne? Das, also vielleicht sollte das wirklich, aber aussehen tut es natürlich wunderbar halt, wie der Janu auf dem Mond kämpft und in so einer Schneeatmosphäre und mit Pelzen behangen und also es sieht top aus. Also es sieht wirklich alles aus wie auf anderen Comics zu der Zeit noch nicht mal die Cover ausgesehen. Aber aber es gehört natürlich auch so ein bisschen tatsächlich schon dazu halt. Ne? Storytelling könnte man dann lernen, Learn, oder? Ja, also dann gibt es die kürzeste Episode um ein Attentat auf den Kaiser, die heißt der Glaspalast, die Mini-Episode, die glaube ich nur 6 Seiten hat, wo in einem Glaspalast ein Attentat auf den Kaiser ausgeführt wird, wird angegriffen. Man merkt während der ganzen Fortschreibung der Geschichte, dass Trigan keinesfalls unumstritten ist. Also es gibt immer eine starke Opposition. Leute, die dafür ihr Leben geben, dass sie den Mann zur Strecke bringen. Ne? Mir wird immer nicht klar, weil er eigentlich meistens ja, es sei denn innerfamiliär oder gegen Perik Entscheidungen trifft, die mit dem Tode zu tun haben oder mit Verbannung, aber ansonsten trifft er eigentlich verhältnismäßig gute. Nochmal, Trigo ist die Stadt. Trigo ist der Mensch, Trigan ist, ach so. ist der Planet. Der Planet nicht, sondern der Staat. Mhm. Ja. So, ja. Also das, auch in einer weiteren Episode ist der Weltraum Thema. Da wird nämlich von einem Astronauten, so weit sind wir schon, man merkt ganz klar, da sind wir in der realen Geschichte, in der das entstanden ist, Anfang der 70er, 1973, da hatte sich das Ganze natürlich nach der Mondlandung und weiteren Space Shuttles natürlich schon wieder ein bisschen, Space Shuttles noch nicht, aber Angriffen auf dem Weltraum schon ein bisschen etabliert, diese Thematik, da kommt ein Astronaut zurück und der schleppt so ein bisschen so eine Krankheit mit ihm, die ihn in große Angstzustände bringt. Also er zum Beispiel sieht sein Bettlaken für ihn aus wie so ein Monster dann plötzlich oder er hat Angst plötzlich zu ertrinken und tatsächlich ist es aber nicht so. Er schafft es aber dadurch, dass Don Lawrence das wundervoll darstellen kann in der ganzen. Also das Monster, einmal ist er bei der Verwandtschaft und das Kind hat eine Puppe und dann die Puppe ist dann plötzlich riesig und greift ihn an. Ja, also das, und die Macht der Gedanken ist dann, dadurch ist das dann auch wirklich gefährlich für ihn. Mhm. Also das ist wie geschaffen für Don Lawrence, um das Ganze darzustellen. Ja. Also wie gesagt, ich muss ja jetzt nicht auf jede Geschichte aus dem Band wieder einzeln eingehen. Wen das interessiert, was alles besprochen wird, wann das im Original erschienen ist, das ist natürlich wie immer auf Comic Community zu finden. Da habe ich das nämlich im Einzelnen immer vorgestellt. Also es ist wirklich eine Wundertüte an obskuren Zukunftsvisionen aus der Zeit. Ne? Wie gesagt, ich hatte schon gesagt, der Miguel Quesada ist da auch Teil. Das Ganze sieht dann natürlich nicht so opulent aus. Ja. Ne? Also es ist natürlich, wenn du neben
der hat die letzte Episode beigesteuert. Wenn du das natürlich vergleichst, das sieht natürlich nicht schlecht aus. Mhm. Auch für nicht nur aus der Zeit, sondern auch aus heutiger Sicht. Aber wenn du natürlich neben dem Großmeister schlechthin irgendwie zeichnest in dem Bereich, den direkten Vergleich kannst du da nicht bestehen. Also das, ich weiß nicht, da könnte vielleicht noch, John Ross könnte da vielleicht noch Konkurrenz dazu aufbieten, aber Quesada gelingt es hier nicht, das Level zu halten. Er hat sich sehr, sehr stark orientiert, natürlich wie die Serie sonst aussieht, das ist ja auch seine Aufgabe, aber er kommt da einfach nicht dran. Also es sieht... Ja, also ich will nicht sagen primitiv, weil das trifft es nicht, aber er hat einfach nicht das künstlerische Können, um dann mithalten zu können. Mhm. Nichtsdestotrotz ist auch die Quesada-Episode was man gerade unter dem Pulp-Aspekt, da geht es natürlich zufällig wieder um anderen Planeten, also auch wieder Thema Raumfahrt, war damals der Shit. Sind wir ein bisschen von abgekommen, ne? Hauptsache, man hat eine gute Handyverbindung. Der Mond ist nicht mehr so wichtig. Aber auch wie immer ein hübsches Ding. Und auch sehr breit war ein 18-Euro-Band. Aber es hatte auch 88 Seiten. Also da geben sie richtig Gas. Und wie immer sehr gut sind diese Anmerkungen zu jeder einzelnen Episode, die Hintergründe ein bisschen erläutern und wo vielleicht die Inspiration war. Weil sowohl Butterworth als auch Don Lawrence bedienen sich gern Vorbildern in ihren Inspirationen. Und die werden hier immer gerne auch aufgeführt, woher das Ganze kommt und auch die ganzen Zusammenhänge. Also wirklich Trigan. Der Shit. Ja, ich weiß, ich bin oldschool, aber jeder hat so seinen Fetisch, ne? Ja. Ja. Warum auch nicht? Ja. Warum auch nicht? So, das war's schon. Ja. Hast du gar nicht? Nee. Sah vorhin irgendwie mehr aus. Aber na gut, das muss ja auch mal reichen. Ja, denkt an die Verlosung. Denkt an die Verlosung, teilt diesen Beitrag oder den der Rezension. Ja. Haben wir sonst noch was anzukündigen? Aufzuarbeiten? Eigentlich nicht. Nö. Nee. Gut. Über Erlangen haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, von daher, das haben wir auch kurz wieder erwähnt. Sehen wir uns vor Erlangen noch oder spätestens in Erlangen? Ja, spätestens in, aber ich würde schon sagen, vor auch nochmal. Mhm. Wir haben jetzt, diese Episode wird jetzt irgendwie Anfang April erscheinen und ja, von daher können wir Anfang Mai auch nochmal einen reinstreuen. So machen wir es. Ne? Genau. Gut. Damit, sag mal, achso, ich muss ja, Moment, du musst kurz was erzählen. Ich muss noch meine, hab schon. Also, können wir langsam hier starten. Achso. Wenn ihr das genauso habt, schreibt Steffen an. Oh Gott. Ich bin nicht mehr taub. Habt ihr schon Tschüss gesagt? Ja, die Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Ich kann das nicht. Zudem gibt es. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das Lied ist halt fürchterlich. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank.